ich bin wieder euer Isaac und willkommen zu einem Unboxing, und zwar von, man sieht es hier schon, von der Battlefield 1 Collectors Edition. Die habe ich mir mal gegönnt und sie kostet einfach viel zu viel, aber das, was drin ist, ist einfach arschgeil und ich möchte euch, ich weiß, was drin ist, ich habe es auch schon ausgepackt, ich konnte mich nicht zurückhalten. Das Ganze wurde übrigens in die mir im Facebook und Dings gefolgt haben, übrigens in so einer riesen Box hier geliefert. Das ist auf dieser Battlefield 1 Collectors Edition. Leck mir am Arsch, ne? Ein Riesenteil. Es installiert jetzt auch da oben schon auf meinem PC. Wie CDs und Hüllen aussehen, das wisst ihr alle. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit diesem Koloss hier, indem ich den mal vor mich schieb. Ja, immer nie schon sehen, ich setze mal ein bisschen hier rüber. Hier schon sehen, Battlefield 1. Hier ist ein bisschen Beschreibung zu der Figur, die drin ist. Da kommen wir später noch dazu. Was haben wir auf der Seite hier noch? Seite vom Logo und das, was drin ist, aber das finden wir jetzt zusammen heraus, würde ich mal sagen. Und ich mache das noch irgendwie so, indem ich die Box hier vor mir habe. Irgendwie. Ja, nehmen wir erstmal den Kollegen hier weg. So, jetzt haben wir nämlich die Verpackung auch schon weg. Und jetzt kommt schon das Geilste. Die geht so auf. Und hier drin haben wir... Finger geklemmt. Ja, der Karton ist natürlich aus Pappe. Und dann haben wir hier eine schöne Styropor-Pappverpackung. Und die hole ich jetzt auch nochmal raus. So, das hier mal zur Seite. Und jetzt geht's weiter. Und... So, Verpackung. So, und jetzt haben wir hier schon schön eingepackt in Styropor. Und wir fangen an. Wir haben hier ein Battlefield 1 Steelbook. Natürlich leer. Oh, da war kein Code drin. Nein. Pigeon to buy, ja genau. So, das haben wir die Steelbox. Zu dem Spiel. Die ist natürlich nicht drin, weil das wird separat verkauft zum eigentlichen Spiel. Deswegen habe ich für das Spiel nochmal eine Hülle. So, dann haben wir hier drin eine Pigeon Box mit einem Code drin oder drauf für die DLCs, für die extra DLCs der Collector Edition. Ein Silica Gel für Trockenheit. Dann was wirklich sehr geiles. Ein Battlefield 1 Kartendeck. Offiziell von DICE. Ich hoffe, man sieht's, ja. Noch ungeöffnet, werde ich auf jeden Fall irgendwann mal benutzen und auftun. So, dann haben wir hier noch eine kleine Flagge, auch sehr nice. Ich habe noch keinen Plan, wo ich mir den Kollegen hinhänge. Tada! Sieht schon schick aus. Qualitativ nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Aber das ist ja auch nicht das, was die Box teuer macht. Das, was die Box teuer macht, ist, dass EA und DICE draufsteht. Und dass es ein Release von einem neuen Spiel ist. So. Jetzt kommen wir zum Geilsten. Meiner Meinung nach. Ich habe noch was vergessen. Ein Patch. Ein Aufnäher. Den ich mir auf jeden Fall noch aufnähen werde. Auf meine neue Kutte. So, dann haben wir hier noch zwei Austauscharme. Einmal mit einer Schrotflinte und einer anderen Pistole. Dazu kommen wir aber noch. Und jetzt holen wir mal den guten Kollegen hier raus. Der ist nämlich ziemlich groß und auch meiner Meinung nach erstaunlich schwer. Ja, leer. Und der Kollege hat die Pistole falsch rum in der Hand. Voll verbogen! Hab ich wahrscheinlich beim Einpacken nicht darauf geachtet, aber das ist nicht das Problem. Pack mal den Kollegen mal aus. Ich war für die, die wissen, dass da Batterien dabei sind. Also jetzt wisst ihr es auf jeden Fall, dass Batterien dabei sind. Drehen wir die mal um hier. So. Babam.
So, das ist der, auf jeden Fall der Kollege vom Cover. Wirklich sehr hochqualitativ, meiner Meinung nach, gefertigt. Auch wirklich schwer. Hier unten ist das Batteriefach und eigentlich, man sieht es gar nicht, und auch ein, so ein paar Gummimumpfel, sage ich jetzt mal, um, dass man den natürlich schön hinstellen kann. Und der fühlt sich gut an, ist qualitativ echt gut. Die Waffe hier, das habe ich gerade am Anfang gar nicht gewusst, die ist lose. Wusste ich gar nicht, aber dient wahrscheinlich auch irgendwo dem Realismus dieser Figur. Und jetzt kommen wir zu der Sache. Hier haben wir noch den Grabenkanüpel. Wenn ich so ein bisschen komisch gucke, liegt das dran, dass ich oben ins Display gucke, damit ich sehe, was ich euch in die Kamera halte. Ja, das ist auf jeden Fall der gleiche Dude, der auch auf dem Cover vom Spiel ist. Und sieht man hier noch? Ja, so einigermaßen. Und jetzt kommen wir eben zu diesen Armen. Und zwar kann man die Arme hier rausnehmen. Der Pistolenarm ist die hier auch locker. Ja, guck mal, da die ist auch einzeln, Alter. Zieht euch das rein. Geil, oh. Und jetzt kann man den Arm hier genauso rausnehmen wie diesen und kann ihm quasi damit eine andere Pistole in die Hand drücken. Und ich finde auch die Pistole wirklich schöner als die deutsche. Weil das ist ja eine deutsche Pistole. Und man kann jetzt hier, was ich auch noch schnell demonstrieren werde, diesen Arm auswechseln. Das hat auch so ein... Kann sein, dass ich gleich die CD wechseln muss. Auswechseln hier und kann ihm quasi damit dann diese Schrotflinte, ich hoffe, man gehört das gerade von meinem Rechner nicht im Hintergrund. Kann ihm quasi... Oh, die ist aber auch echt qualitativ echt nice. Und gucken wollt ihr. Kann ihm dann hier in die Hand drücken. Dann hat er die hier, das sieht aber auch echt geil aus. Ja, und so hat man beide Hände ausgewechselt. Aber ich werde ihm die Shotgun wieder abnehmen. Und werde ihm den Grabenknüppel wieder anbringen, weil ich finde den doch relativ geil. Der Grabenknüppel hat eine komische Spitze. Wurf. Naja, so ging halt Gumminippel, ne? So. Und für die, die sich jetzt fragen, Alter, okay, der hat da unten Batterien rein, aber es leuchtet ja nichts, oder es passiert nichts, bewegt sich nichts. Und zum Glück wusste ich das schon, oder hier ist Staub drauf, zum Glück wusste ich das schon, weil ich schon ein Unboxing gesehen habe, ist unter diesem Stein hier, unter dem da, den kann man nämlich lösen, hier, dann ist da ein Knopf drin und wenn man den drückt, leuchtet diese Brusttasche und es sieht richtig geil aus. Meine Eltern haben gesagt, als ich das gezeigt habe, oh, ein gutes Nachtlicht. Und muss ich echt sagen, hat was. Muss ich den Stein da wieder rein knübeln. Ich mache den aber wieder aus, weil sonst trackt mich der beim Zocken. Denn ich zeige euch dann noch, wo ich den Kollegen hinstelle, wenn ich da Platz gemacht habe. Jetzt packe ich erstmal das, was ich nicht benutze, wieder in diese schöne Stoffbox ein, weil der kommt effektiv auf meinen Tisch. 100%ig. Dann haben wir hier das Steelbook. Werde ich vorerst nicht verwenden, weil ich meine PC-Spiele eh nicht sehe. Werde ich dieses schöne Steelbook vorerst nicht verwenden. Deswegen kommt es wieder rein. Und dann packen wir die Waffen wieder ein hier. Zack. Und zack. Das Kartenspiel nicht vergessen. Und die Flagge. Also die hänge ich mir auf jeden Fall auf, deswegen lasse ich die gleich draußen. Die hänge ich irgendwo auf. Genau, diese Box hier, die ist ganz wichtig, die für die DLCs. Ich weiß nicht, kann ich die dem Kollegen irgendwie anhängen oder so? Ich weiß das nicht ganz. Vielleicht. Ich pack die auf jeden Fall mal aus jetzt, in der Hoffnung, dass ich den DLC-Code nicht reveale. Gut, und wenn, ich werde das eh noch installieren. Bevor ich dieses Video hochlade. Also ich habe hier einen Code drauf, ich behalte den mal. Und dann, oh nee, wie geil.
Hier ist tatsächlich was drin. Und hier ist, das ist tatsächlich so ein, ja, also man sieht hier nicht so ein, abgeschnittenes Stück Papier, was wirklich da so reingerollt ist. Sehr, sehr geil. Wirklich cool gemacht. Kommt auch wieder da rein. Mit dem, was kann ich denn, das kann ich irgendwo ranmachen, wo kann ich denn das ranmachen? Ich pack das Stück, ah, es juckt. Das kleine Stück hier immer mit rein. Und dann mache ich das wieder zu. Ich frage mich nur wirklich, wo ich dem Kollegen, kann ich das hier am Arm hängen oder was? Wo ich dem das hinhängen kann? Egal, ich werde schon noch einen Platz finden. Gut. Also ich fand das DLC, der Inhalt von dieser, von der Collector Edition schon sehr nice. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn mehr sehen wollt. Also Unboxing mache ich jetzt nicht so viel, ab und zu mal was. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon denkt und ob die ihr Geld wert ist. Ich werde jetzt euch nicht erzählen, was sie gekostet hat. Sie war teuer. Sehr teuer. Aber mich würde auf jeden Fall hören, was ihr davon denkt. Ja. Machen wir jetzt zu. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.